Hallo ihr 30 Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um den M60 Motor, ist ja mein Lieblingsmotor, auch irgendwie 30 in der 4-Liter Variante mit 5 Gang, so wie er hier vor mir steht. Ja, über den Motor gucken wir uns zunächst ein Video an und danach nochmal eins über die DME 3.3, das ist ja die Motorsteuerung, die an dem Motor hier verbaut wurde. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ein neu entwickelter V8-Motor schließt ab April 92 die Lücke zwischen den leistungsstarken M50 Sechszylinder und den M70 Zwölfzylinder-Motoren. Der neue V8-Motor mit der Bezeichnung M60 wird als 3- und 4-Liter-Motor gebaut. Je nach Ländervariante und Kundenwunsch kommt der M60-Motor als 3-Liter-Variante in den Modellen E32 und E34 zum Einsatz. Als 4-Liter-Variante wird er in den Modellen E31, E32 und E34 eingebaut. Der 3-Liter-Motor leistet 160 Kilowatt, das sind 217 PS. Sein maximales Drehmoment von 290 Newtonmetern erreicht er bei 4500 Umdrehungen pro Minute. Der 4-Liter-Motor leistet 210 Kilowatt, das sind 285 PS, und das Drehmoment von 400 Newtonmetern erreicht er ebenfalls bei 4500 Umdrehungen pro Minute. Diese hervorragenden Leistungsdaten werden unter anderem durch die 4 Ventile pro Zylinder und die Laufruhe wird vor allem durch die Zylinderanordnung von 90 Grad erreicht. Gesteuert werden die M60-Motoren von der digitalen Motorelektronik M3.3. Die wesentlichen Merkmale der M3.3 sind die zylinderindividuelle Einspritzung und die zylinderselektive Klopfregelung mit 4 Klopfsensoren sowie die primär- und sekundärseitige Zündkreisüberwachung. Und noch eine Bemerkung. Die M60-Motoren sind, entsprechend der BMW-Philosophie, beinahe zu 100% recyclingfähig. In diesem SIP zeigen wir Ihnen die konstruktiven Merkmale bzw. Besonderheiten des M60-Motors. Der Motorblock ist aus Leichtmetall gefertigt. Aufgrund der Zylinderanordnung erfolgt alle 90 Grad eine Zündung. Durch die niedrige Bauweise wird der Karosserie-CW-Wert begünstigt. Die Zylinderlaufflächen sind bei diesem Motor Nikasil beschichtet. Die Kolben sind aus Aluminium mit Nickeloberfläche wegen der Klopfregelung. Die Motorblöcke des 3- und 4-Liter-Motors unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Zylinderdurchmesser. Die Kurbelwellen für den 3- und 4-Liter-Motor unterscheiden sich durch den unterschiedlichen Hub. Um Verwechslungen vorzubeugen, ist die Hublänge eingegossen. Gelagert ist die Kurbelwelle in 5 Hauptlagern. Die Zuordnung der unteren Lagerschalen kurbelgehäuseseitig erfolgt anhand dieser Kerben. Zwei Kerben entsprechen zum Beispiel einer grünen Markierung.
Entsprechend der Farbmarkierung auf der Kurbelwelle werden die Lagerschalen den Lagerdeckeln zugeordnet. Bevor Sie die Lagerdeckel montieren, sind die Stützbuchsen ganz zurückzudrehen. Zuerst werden die Schrauben der Lagerdeckel mit Drehmoment und dann mit Drehwinkel angezogen. Nun werden die Gewindestützbuchsen mit 10 Newtonmeter zur Auflage gebracht. Anschließend werden die äußeren Befestigungsschrauben nach Vorschrift montiert. Beim M60-Motor wird das Kurbelwellen-Axialspiel durch den Einbau von 4 Anlaufhalbscheiben eingestellt. Die Anlaufhalbscheiben sind in unterschiedlichen Stärken erhältlich. Die Kolben der 3 Liter und 4 Liter Variante können Sie leicht unterscheiden. Der Kolben mit dem Höcker ist vom 3-Liter-Motor, der flache vom 4-Liter-Motor. Ein besonderes Augenmerk verdienen die Sinterbläudel beim M60-Motor. Diese durch Sintern hergestellten Bläudel sind leichter als herkömmliche Bläudel und vor allem immer einklassig. Das heißt, sie haben immer das gleiche Gewicht. Die Bläudel für den 3 und 4 Liter sind identisch. Vor dem Einbau dieser Einheit muss der Kurbelwellenzapfen des jeweiligen Zylinders auf den unteren Totpunkt gestellt werden. Am Pleuel sind diese flexiblen Führungswerkzeuge zu verwenden. Da die Sintermetallpleuel am Kurbelwellenauge durch ein spezielles Verfahren gebrochen sind, hat die Sollbruchstelle eine raue Oberfläche. Durch die Bruchstruktur wird mehr Auflagefläche und dadurch mehr Festigkeit erreicht. Die Bruchstruktur dient gleichzeitig als Zentrierung. Die Schrauben werden, wie bekannt, mit entsprechendem Drehmoment und Drehwinkel angezogen. Am vorderen und zweiten Lagerdeckel wird die Ölpumpe montiert. Über diese Stützbuchse erfolgt die Einstellung der Kettenspannung. Der untere Räderkastendeckel wird mittels kunststoffbeschichteter Metalldichtungen abgedichtet. An beiden Seiten haben die neuen Dichtungen einen Überstand. Um sicherzustellen, dass in diesem Bereich keine Ölundichtheiten auftreten, müssen die Dichtungen bündig abgeschnitten werden. Verwenden Sie dazu diesen Spezialseitenschneider, damit das abgeschnittene Material nicht in den Motor fällt. Der M60-Motor hat 2 Zylinderköpfe mit angegossenen Nockenwellenaufnahmen.
bedingt durch den Versatz der Zylinderbohrungen, hier vom Kurbelgehäuse aus gezeigt, sind die Zylinderköpfe und deshalb auch die Nockenwellen unterschiedlich lang. Die längere Ein- und Auslassnockenwelle ist für die Zylinderbank 1 bis 4, die kürzeren Nockenwellen für die Zylinderbank 5 bis 8. Ein- und Auslassnockenwellen haben unterschiedliche Ventilsteuerzeiten. Die Zuordnung der Nockenwellen erfolgt anhand dieser Markierungsbohrungen. Um eine möglichst große Laufruhe zu erreichen, sind die fünffach gelagerten Nockenwellen durch Kröpfen gewuchtet. Über Tassenstöße mit hydraulischen Ventilspielausgleichelementen, kurz als HVAs bezeichnet, werden die Ventile betätigt. Damit die Nockenwellen beim Einbau nicht beschädigt werden, sollten Sie die folgenden Arbeitsschritte unbedingt beachten. Verdrehen Sie die Nockenwellen so weit, bis das Spezialwerkzeug sich aufstecken lässt. Beachten Sie, jedem Nockenwellenlager ist ein Lagerdeckel zugeordnet. Sie sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, um Verwechslungen zu vermeiden. Durch gleichmäßiges, versetztes Anziehen der Muttern werden die Nockenwellen in den Lagersitzen zentriert, ohne dass dabei die Nockenwellen verspannt werden. Dann werden sie mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen. Über eine doppelreihige Primärkette werden die Einlassnockenwellen, hier auf die Zylinderbank 1 bis 4 gesehen, von der Kurbelwelle angetrieben. Sie wird von einem öldruckunterstützten mechanischen Kettenspanner auf Spannung gehalten. Die Auslassnockenwellen werden über je eine Sekundärkette angetrieben. Die beiden Sekundärketten haben je einen federbelasteten, durch Öldruck unterstützten Kettenspanner. Um eine größtmögliche Laufruhe der Ketten zu gewährleisten, laufen die Kettenglieder im Zahnfuß auf einer Gummierung. Bevor Sie die Zylinderköpfe montieren, müssen Sie die Kurbelwelle mit dem Spezialwerkzeug in dieser Position fixieren. Jetzt stehen alle Kolben unterhalb OT. Die Ventile können bei der Montage nicht beschädigt werden. Zylinderköpfe aufsetzen und laut Anzugsvorschriften anziehen. Nun wird dieses Spezialwerkzeug angeschraubt. Und die Nockenwelle auf ersten Zylinder Zünd-OT abgesteckt. Dies erfolgt natürlich an allen vier Nockenwellen. Die Kurbelwelle wird nun auf OT gestellt und am Schwungrad abgesteckt. Mit diesem Spezialwerkzeug halten Sie die Kettenspanner in Montagestellung. Nun können Sie an beiden Seiten die Kettenräder zusammen mit den Sekundärketten auflegen. Achtung! Im Kettenrad der Zylinder 1 bis 4 befindet sich ein Stift. Anhand dieses Stiftes erkennt der Nockenwellensensor die genaue Position der Nockenwellen. Beginnend bei der Zylinderbank 5. bis 8. Zylinder
wird die Primärkette mit dem Kettenrad aufgesteckt. Achtung, die Pfeile der Kettenräder müssen parallel zur Zylinderbohrung nach oben zeigen. Nun muss der linke Räderkastendeckel montiert werden. Die Schutzfolien der Dichtungen müssen vor der Montage entfernt werden. Die Primärkette wird mit dem Spezialwerkzeug gespannt. Beachten Sie dabei das vorgeschriebene Drehmoment. Durch die Vorspannung der Kette wird eine korrekte Einstellung der Steuerzeiten sichergestellt. Beim Anziehen der Kettenräder ist wie folgt vorzugehen. Zuerst Auslassseite 5. bis 8. Zylinder, dann obere Schrauben Auslassseite 1. bis 4. Zylinder anziehen. Nun folgt Einlassseite 5. bis 8. Zylinder und die oberen Schrauben 1. bis 4. Zylinder. Nachdem der Motor weitergedreht wurde, können die restlichen Schrauben der Zylinderbank 1 bis 4 angezogen werden. Die einseitige Anzugsmethode ist in diesem Falle korrekt. Beachten Sie beim Anziehen das vorgeschriebene Drehmoment. Dass man den Motor in Motordrehrichtung durchdreht und die Steuerzeiten nochmals überprüft, ist wohl selbstverständlich. Stimmt die Motorsteuerung, kann auch der zweite Räderkastendeckel montiert werden. Das Entlüftungssystem besteht aus dem Druckregelventil, dem Verbindungsrohr und Zyklonabscheider. Das Druckregelventil im Abschlussdeckel des Sammlers hält den Druck im Kurbelwellengehäuse konstant, unabhängig von der Motordrehzahl und Last. Die innenliegende Membrane steht auf der einen Seite mit dem Saugrohrdruck und auf der anderen Seite über ein Rohr mit dem Zyklonabscheider in Verbindung. Der Zyklonabscheider befindet sich im Räderkasten 5. bis 8. Zylinder. Er dient als Kondensator für die Öldämpfe. Diese fließen direkt in den Ölsumpf ab. Im Bereich des Ansaugluftsystems ist anstelle des bekannten Hitzdraht-Luftmassenmessers ein Heißfilm-Luftmassenmesser eingebaut. Er arbeitet wie ein Hitzdraht-Luftmassenmesser, unterscheidet sich aber durch den konstruktiven Aufbau. Anstelle eines Hitzdrahtes wird nun ein Heißfilm verwendet. Das Freibrennen kann dadurch entfallen. Die zentrale Drosselklappe sitzt direkt am Ansaugluftsammler. Für diesen Motor wurde ein neuer Leerlaufsteller entwickelt. Er ist ohne Kollektor, hat weniger Lagerreibung und einen getrennten elektrischen und pneumatischen Teil. Das ist der Ansaugluftsammler vom 4-Liter-Motor. Dieser ist vom 3-Liter-Motor. Er hat innen zusätzlich einen Verdrängungskörper. Dadurch wird das Luftvolumen dem Hubraum angepasst. Da bei diesem Motor die Kraftstoffversorgung zentral durch eine Förderpumpe erfolgt, ist nur eine Kraftstoffleitung und somit nur ein Druckregler eingebaut. Nicht nur durch seine Leistungsdaten, sondern auch durch seine Optik wird dieser Motor den hohen an BMW gestellten Ansprüchen gerecht.
Wenn Sie die Motorenreihen von BMW betrachten, dann stellen Sie fest, dass bereits seit 1979 die Motorsteuerung durch eine digitale Motorelektronik erfolgt. So gesehen ist dieses Thema nicht neu. Und trotzdem wollen wir Ihnen in diesem SIP eine weitere DME vorstellen. Die digitale Motorelektronik DME M3.3 am Beispiel M60 Motor. Sie kennen bereits die DME M1 Varianten und werden sich vielleicht fragen, warum denn schon wieder eine neue DME? Einfach ausgedrückt, es gibt Ziele, die jeder Motorenbauer verfolgt. Dabei sind die primären Ziele nach wie vor unter allen betrieblichen Bedingungen, die Verbrennung zu optimieren und dadurch mehr Leistung, verbesserten Drehmomentverlauf mit weniger Kraftstoff und geringem Schadstoffausstoß zu erzielen. Gleichzeitig muss die Laufkultur in allen Drehzahlbereichen, die ja bekanntlich bei BMW-Motoren sehr gut ist, laut Vorstellung der Techniker und Erwartung unserer Kunden noch besser werden. Aber solche und ähnliche Bilder kennen Sie ja bereits. Was erwartet Sie in diesem SIP? Zuerst zeigen wir Ihnen die Unterschiede zwischen den DME M1 Varianten und der DME M3.3. Dann den Aufbau der DME M3.3 sowie die Funktionen der neuen Komponenten. Und wir geben Ihnen auch nützliche Hinweise für die Fehlersuche. Um die angestrebten Ziele zu erreichen, ist die DME M3.3 mit einer ruhenden Zündverteilung, der vollsequentiellen zylinderindividuellen Einspritzung, der integrierten adaptiven Klopfregelung und der Sekundärzündkreisüberwachung ausgestattet. Bedingt durch die Zweizylinderbänke beim M60-Motor ist eine Stereo-Lambda-Regelung eingebaut. Das Steuergerät bedient alle 8 Zylinder und hat natürlich eine integrierte Eigendiagnose und Ersatzwerte bei Ausfall eines Sensors oder bei Kabelunterbrechung. Neu ist der schnelle Datenbus, der den Datenaustausch zwischen einzelnen Steuergeräten ermöglicht. In diesem Systemüberblick zeigen wir Ihnen nur die neuen Komponenten der DME M3.3. Denn die Teile wie Lambda-Sonde, Einspritzventile, Kraftstoffdruckregler, Kraftstoffpumpe, Tank, Drosselklappenpotentiometer, Temperaturfühler Wasser und Temperaturfühler Luft sind in ihrer Funktion und zum Teil auch in ihrer Bauform gleich geblieben. Das DME M3.3 Steuergerät hat 88 Pins. Um die fahrzeugspezifischen Codenummern zu lesen bzw. die PIN-Belegung zu verfolgen, brauchen Sie nicht unbedingt die E-Box zu öffnen. Dazu einfach den Tester mit der entsprechenden Diskette laden und anschließen. Das kennen Sie ja bereits. Dann die DME anwählen. Nun erhalten Sie die folgende Information vom Tester. Wenn Sie nun die Pfeiltasten unten und rechts drücken, die 7
und die 1 eingeben, erhalten Sie unter anderem die PIN-Belegung des Steuergerätes. Im Ansaugtrakt der DME M3.3 kann ein Hitzdraht-Luftmassenmesser oder wie hier ein Heißfilm-Luftmassenmesser eingebaut sein. Das Besondere beim Heißfilm-Luftmassenmesser ist, dass anstelle des Hitzdrahtes ein Heißfilmplättchen zur Luftmassenmessung verwendet wird. Wenn Sie den Motortest ausführen, dann zeigt Ihnen der Tester die Luftmasse in Kilogramm pro Stunde an. Zum Beispiel im Leerlauf 16 Kilogramm. Wird die Drehzahl verändert, so muss sich auch die Ansaugluftmasse ändern. Ist doch klar, oder? Fehlt das Signal vom Heißfilm-Luftmassenmesser, dann werden die im Steuergerät abgelegten Ersatzwerte verwendet. Der Motor läuft. Der Fehler kann über den Fehlerspeicher ausgelesen werden. Im Bereich des Ansaugtraktes ist auch der nun verwendete Leerlaufsteller neu. Der beim M60 eingebaute Leerlaufsteller hat folgende Vorteile. Der Anker ist kollektorlos und hat deshalb keinen Verschleiß. Durch die geringere Lagerreibung ergibt sich ein präziser Drehschieberluftspalt. Außerdem hat er aufgrund der Form des Drehstellers einen Selbstreinigungseffekt. Der Leerlaufdrehsteller ist parallel zur Drosselklappe geschaltet, das ist nicht neu. Besonders wichtig ist, der Leerlaufdrehsteller darf nur über den Tester angesteuert werden. Im ausgebauten Zustand dürfen Sie ihn schütteln, aber auf keinen Fall den Drehschieber mit dem Finger oder einem Werkzeug bewegen. Zuverlässigkeit steht bei BMW ganz oben. Im stromlosen Zustand wird der Drehschieber durch einen eingebauten Magneten automatisch auf einen vorbestimmten Öffnungsspalt gehalten. Die Eingangssignale zur Motorsteuerung sind die nächsten Punkte. Über den Induktivsensor am Schwingungsdämpfer erkennt das Steuergerät die Drehzahl und den oberen Totpunkt des ersten Zylinders. Das kennen Sie bereits und es ist auch nicht neu. Das Induktivgebersignal ist für die Motorsteuerung besonders wichtig. Als Beispiel ziehen wir das Kabel vom Induktivsensor ab. Sie hören es, der Motor läuft nicht. Ein weiteres wichtiges Bauteil ist der Nockenwellen-Positionsgeber. Beim M60-Motor ist er hier an der ersten Zylinderbank eingebaut. Was passiert, wenn das Nockenwellengebersignal fehlt? Wir probieren es aus. Fehlt das Signal beim Starten, dann springt der Motor zwar an. Jetzt erfolgt aber die Zündung im Auspufftakt und im Arbeitstakt, da das Steuergerät die Zuordnung nicht kennt. Gegebenenfalls liegt auch der Einspritzbeginn um 360 Grad Kurbelwinkel zu früh.
Fällt das Signal bei laufendem Motor aus, dann arbeitet der Motor mit den nach dem Start erkannten Werten. Beim M60-Motor sind 4 Klopfsensoren eingebaut. Sie melden dem Steuergerät den Geräuschpegel im Bereich der Zylinder. Anhand der Signale der Klopfsensoren schließt das Steuergerät auf die Art der Verbrennung. Ein defekter Klopfsensor wird bereits beim Motorstart vom Steuergerät erkannt und der Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Das Steuergerät arbeitet dann abhängig von der Motordrehzahl mit Ersatzwerten. Das heißt, der Zündzeitpunkt der dem Klopfsensor zugeordneten Zylinder wird um einige Grad nach spät verstellt. Im Bereich der Zündung hat sich Entscheidendes geändert. Jeder Zylinder hat eine eigene Zündspule. Deshalb kann der Zündzeitpunkt jedes einzelnen Zylinders individuell beeinflusst werden. Es gibt keine mechanische Begrenzung, zum Beispiel Fliehkraft oder Unterdruckverstellung. Außerdem kann jeder Zündkreis überwacht werden. Bei der vollsequentiellen Einspritzung wird jedes Einspritzventil individuell vom Steuergerät angesteuert. Die Vorteile sind eindeutig. Jedem Zylinder wird zur richtigen Zeit genau so viel Kraftstoff zugemessen, wie er dem Lastzustand entsprechend braucht, um die volle Leistung abzugeben. Die wesentlichen Merkmale der DME M3.3 sind das Steuergerät mit 88 Pins, die ruhende Zündverteilung, die vollsequentielle zylinderselektive Einspritzung, die integrierte adaptive Klopfregelung. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist der Fehlerspeicher des Steuergerätes. Über den Tester können Sie den Fehlerspeicher auslesen, das ist nicht neu. Neu ist, Sie können nun im Tester nachlesen, welche Fehler gespeichert werden und unter welchen Voraussetzungen dies geschieht. Dazu sehen Sie mehr in den nächsten CT-Seiten. Ein erklärtes Ziel ist, die optimale Verbrennung bei geringstmöglichem Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß zu erreichen. Um die Verbrennung optimal zu gestalten, braucht das Steuergerät eine große Anzahl von Informationen, auch Eingangsinformationen genannt. Eingangsseitig empfängt das DME M3.3 Steuergerät neben den bekannten Eingangsgrößen das Signal der Klopfsensoren, die Zündkreisüberwachung, das Fahrgeschwindigkeitssignal und das Fahrlichtsignal. Ausgangsseitig steuert das Steuergerät entsprechende Komponenten an.
Ausgangsseitig sind die folgenden Funktionen neu. Das sind unter anderem die zylinderindividuelle Einspritzung mit Korrekturmöglichkeit und adaptiver Lambda-Regelung. Die ruhende Zündverteilung mit Zündkreisüberwachung und Klopfregelung. Der schnelle Datenbus CAN. Diese Neuerungen laufen für uns unsichtbar, direkt im Steuergerät ab. Sie wissen bereits, eine optimale Verbrennung bei geringem Schadstoffausstoß ist das Ziel. Überlegen Sie einmal, was ist wichtig, um das zu erreichen? Für die optimale Abgasreinigung im Katalysator ist Lambda 1 die magische Zahl. Sie wird erreicht, wenn ca. 14,7 Kilogramm Luft mit 1 Kilogramm Kraftstoff verbrannt werden. Um diesen Wert zu erreichen, wird von der Lambda-Sonde der Restsauerstoff im Abgas gemessen und der Wert an das Steuergerät gemeldet. Anhand des Ergebnisses wird nun die Einspritzregelung vorgenommen. Und hier kommen wir zu einem sehr komplexen Teil. Was verbirgt sich hinter dem Begriff zylinderindividuelle Einspritzregelung? Individuell heißt, jedes Einspritzventil wird separat angesteuert. Dadurch ist sichergestellt, dass der Kraftstoff nicht zu lange vorgelagert oder direkt in den Brennraum eingespritzt wird. Dabei sind für die Steuerung die angesaugte Luftmasse und das Lambda-Sondensignal besonders wichtig. Das Lambda-Sondensignal verändert sich sprunghaft zwischen 0,02 Volt und maximal 0,85 Volt. Damit aber dieses sprunghafte Lambda-Sondensignal das Steuergerät nicht irreführt, ist dem Lambda-Sondensignal ein sogenannter Integrator nachgeschaltet, um sprunghafte Drehzahlschwankungen zu verhindern. Der Integrator, hier im Testerbild, führt eine verlangsamte Korrektur durch. Und was passiert, wenn ein Fehler an einem Einspritzventil auftritt? Nun, der Fehler wird erkannt, im Fehlerspeicher abgelegt und die entsprechende Einspritzendstufe wird abgeschaltet. Zündung und Klopfregelung sind sehr eng miteinander verknüpft. Der Idealzustand ist, die Zündung so nah wie möglich an der Klopfgrenze zu halten. In diesem Bereich wird die beste Kraftstoffausnutzung erreicht. Die Klopfregelung wacht darüber, dass über einen längeren Zeitraum kein Klopfen auftreten kann. Nehmen wir an, Klopfen wird erkannt. Dann wird dieses Signal mit dem vorhergehenden verglichen und für diesen einen Zylinder die Zündung um einen bestimmten Wert nach spät verstellt. Und das passiert so lange, bis an diesem Zylinder kein Klopfen mehr auftritt. Danach versucht die Steuerung in kleinen Schritten, die Zündung wieder so weit nach früh zu verstellen, bis an die Klopfgrenze. Natürlich erfolgt das an allen Zylindern individuell. Ein weiteres Merkmal der Zündung ist die integrierte Zündkreisüberwachung.
Eines ist sicherlich richtig. Zündaussetzer können den Katalysator schädigen und das ist auch der Hauptgrund, warum die Zündkreisüberwachung eingebaut ist. Und so funktioniert sie. Da jede Zündspule individuell angesteuert wird, kann man auch erkennen, ob ein Zündfunke vorhanden ist. Das erfolgt so. Die Endstufe steuert den Primärstromkreis. Deshalb weiß das Steuergerät, welcher Zündkreis angesprochen ist. Im Sekundärkreis, am Messwiderstand, auch Shunt genannt, muss nun eine definierte Spannung abfallen. Ist dies nicht der Fall, wird die entsprechende Zündungs- und Einspritzendstufe abgeschaltet. Der Fehler wird im Steuergerät gespeichert. Bisher erfolgte die Datenübertragung zwischen Steuergeräten über separate Leitungen oder über einen einzelnen Leiter im Multiplex-System. Der Vorteil der Datenübertragung liegt klar auf der Hand. Über einen Leiter Daten mehreren Steuergeräten zur Verfügung zu stellen. Da aber das IBUS-System nicht für die großen Datenmengen geeignet ist, hat man nun den CAN entwickelt. Der Datenverkehr entspricht dabei dem des IBUSes. Um aber störungssicher zu sein, sind beim Hochgeschwindigkeitsbus CAN zwei voneinander unabhängige geschirmte Datenleitungen vorhanden. Auf diesen werden dieselben Informationen verschickt. Das angesprochene Steuergerät vergleicht die empfangenen Daten. Sind sie gleich, weiß das Steuergerät, die Daten sind richtig. Wir haben nun die neuen Funktionen der DME M3.3 vorgestellt. Im nächsten Abschnitt zeigen wir Ihnen an einem konkreten Beispiel die Diagnose. Wenn Sie die Diagnose an einem laufenden Motor durchführen, dann erhalten Sie bei der Statusabfrage die folgenden Seiten. Sind Ihnen diese Begriffe aufgefallen? Sie wissen, bei Lambda 1 wird die beste Abgasreinigung erzielt. Die Einspritzzeit ist im Steuergerät auf den jeweiligen Motortyp vorprogrammiert. Das wissen Sie auch. Was passiert aber, wenn zum Beispiel durch einen Fehler Lambda 1 nicht erreicht wird? Das heißt, dass das Gemisch zu fett, beziehungsweise zu mager ist. Jetzt hat das Steuergerät die Möglichkeit, selbstständig zu korrigieren. Wie erfolgt das? Nun, durch Veränderung der Einspritzzeit. Je nach Rückmeldung der Lambda-Sonde addiert oder subtrahiert das Steuergerät einen Korrekturwert zur normalen Einspritzzeit, um den Integrator auf Lambda 1 zu halten. Diese Korrektur bezeichnen wir als additive Gemischadaption. Sie wirkt sich am stärksten im unteren Drehzahlbereich aus. Reicht die additive Korrektur nicht aus, so zieht das Steuergerät Multiplikationswerte zur Korrektur heran. Das bedeutet, die programmierte Einspritzzeit wird mit einem Wert multipliziert bzw. durch einen Wert dividiert. Das bezeichnen wir als multiplikative Gemischadaption.
Am Tester sehen Sie den momentanen Regelwert des Integrators. Weicht dieser vom Mittelwert stark ab, liegt ein Fehler vor. Nehmen wir an, der Integrator für die erste Zylinderbank zeigt den Idealwert von Lambda 1 an. Der multiplikative Adaptionswert für die gleiche Zylinderbank jedoch plus 20%. Auf welchen Fehler würden Sie als DME-Experte schließen? Sie sehen, anhand dieser Aussage lassen sich drei mögliche Fehlerquellen angeben. Da der M60-Motor nur ein Kraftstoffdruckregelventil besitzt und die zweite Zylinderbank normale Werte zeigt, können Sie den zu geringen Kraftstoffdruck bereits als Fehlerquelle ausschließen. Es bleiben nur noch zwei Möglichkeiten. Falschluft im Ansaugtrakt. Auch das ist eher unwahrscheinlich, da für beide Zylinderbänke eine Sauganlage eingebaut ist. Oder Falschluft abgasseitig. Im Übrigen hier sehen Sie das doppelwandige Abgasrohr. Es dient dazu, den Katalysator schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Das Tolle an der Elektronik ist, dass einmal erfasste Werte gespeichert werden können und darüber hinaus bei geänderten Bedingungen auch eigenständig korrigiert werden. Eine Überprüfung der Leerlaufadaption ist sicherlich sinnvoll, aber das angesprochene Symptom kann auch ganz normal sein. Sie glauben es nicht? Im Leerlauf wird der Leerlaufsteller von der Elektronik so eingestellt, dass die Leerlaufdrehzahl ca. 600 Umdrehungen pro Minute beibehält. Ist nun das Fahrzeug mit einem Aktivkohlebehälter ausgerüstet, das sind CAT-Fahrzeuge immer, dann wird über das Taktventil der Aktivkohlebehälter gespült. Das bedeutet, das Taktventil wird aktiviert und die eventuell vorhandenen Kraftstoffdämpfe werden dem Verbrennungsraum zugeführt. Das wird als Spülzeit bezeichnet. Die häufigste Ursache für erhöhte Leerlaufdrehzahl ist, dass Verbraucher eingeschaltet sind, wie zum Beispiel Fahrlicht oder Klimaanlage. Diese bewirken eine automatische Leerlaufanhebung. In unserem Beispiel suchen wir einen konkreten Fehler. Lambda-Sonde. Zuerst führen wir bei laufendem Motor einen Statustest durch. Die Lambda-Sondensignale müssen sich sprunghaft ändern. Liegt der Wert konstant bei 0,45 Volt, wie in unserem Beispiel, dann könnten wir darauf schließen, dass die Lambda-Sonde oder deren Zuleitungen defekt sind. Da wir uns aber das Leben leichter machen, überprüfen wir diese Möglichkeit anhand der Prüfanleitung. Erst wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass der Fehler an der Lambda-Sonde liegt, heben wir das Fahrzeug an und tauschen sie. Liegt aber die Spannung im vorgeschriebenen Bereich, dann sollten wir uns die Adaptions- und Integratorwerte genauer ansehen. Weichen diese stark von den Sollvorgaben ab, dann dürfte eher Falschluft die Fehlerursache sein.